Ach du Scheiße, also noch geht's. Luftfilter darf halt nicht. Oh ne. Jo Leute, was geht und willkommen zu einem Motovlog. Ich bin ein bisschen verrückt, es regnet wirklich, seitdem ich aufgestanden bin. Und ich bin aufgestanden heute um 7 Uhr etwa. Und ich war davor schon mal wach und sogar da hat es schon geregnet. Also es ist krank, was heute los ist. Eigentlich wollte ich mein Supermoto-Fahrwerk testen, aber das kann ich natürlich bei den Bedingungen nicht so super. Was ich aber testen kann, sind die neuen Regenreifen von Dunlop, die ich drauf habe. Und was gibt es Besseres als mindestens 10 Stunden Regen? Ich werde mal versuchen, so ein paar coole Spots zu finden, wo es wirklich, wo sich das Wasser einfach nur so staut. Ich hoffe auch, die GoPro beschlägt nichts. Es ist einfach nur ein Versuch, ob das überhaupt klappt. Das ist eine andere Frage. Ich habe mein Motorrad gestern einfach sauber gemacht und heute wird es einfach wieder so schmutzig. Aber das Ding habe ich ja nicht, um sie in die Ecke zu stellen. Von daher gar kein Problem. Ich habe meine Regensachen an. Ich habe eine neue Jacke von Polo bekommen. Die soll wasserdicht sein. Heute ist der ultimative Test. Deshalb fahren wir jetzt zum allerersten Spot. Ein Gleichgesinnter denkt sich so, scheiße. Ja, wir fahren zum allerersten Spot und ich glaube, da steht das Wasser richtig, 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 richtig hoch, weil da einfach kein Verkehr ist. Ich weiß, dass die Brücken und Unterführungen alle gesperrt sind von der Feuerwehr. Da darf man gar nicht langfahren, weil das Wasser, weil da Autos wirklich bis zum geht nicht mehr am Sterben sind. Ich hoffe auch, die GoPro nimmt überhaupt auf. Ja, die GoPro nimmt auf, habe ich gerade festgestellt. Ich hoffe auch, ihr hört mich. Ich hatte eben mal einen Test gemacht. Also ich weiß nicht. Das perfekte Motovlog-Setup habe ich einfach immer noch nicht gefunden. Wer da irgendwie das perfekte Setup hat, schickt es mir bitte bei Insta oder schreibt es in die Kommentare. Ich wäre euch auf jeden Fall mega dankbar. Ich lasse ihn. Das rutscht. Ja, sagt mir auch mal, wie ihr den Winkel findet. Ich habe die GoPro ja eigentlich immer an der Seite dran, ne? Aber ich dachte mir, der Schirm, der hält wenigstens ein bisschen das Wasser ab. Aber ich bekomme einfach so viel Wasser ab, ich glaube, das bringt gar nichts. Wie sagt man nicht so schön? Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur schlechte Kleidung. Später werden wir auch noch eine Runde springen, habe ich auch noch vor. Ich kenne nämlich hier so ein bisschen so ein paar Plätze, wo gebaut wird. Und da sind so ein paar Sprungschanzen. Die werde ich doch mal glatt mitnehmen. Krass, also wenn ich durchbeschleunige, dreht das Rad nicht durch. Das war jetzt aber auch ein hoher Gang. Ja, grüne Welle, beste Leben. Wheelies werden wir natürlich auch probieren. Gucken, ob ein bisschen Offroad dabei ist. Also heute ist da wirklich alles dabei. Und heute ist für mich auch einfach mal ein Tag, da kann man einen Motovlog machen. Weil bei so einem Wetter, also ich hoffe, ihr seht überhaupt etwas, sonst wird das eh nichts. Ja, also ich habe schon mal gesagt, Motovlogs sind eigentlich gar nichts für mich. Habe ich ja absolut keinen Bock drauf. Weil das ja wirklich immer nur Scheiße labern ist. Aber wenn mal was passiert, so wie jetzt, dann wieso nicht, ne? Wieso nicht? Au, oh, und das sieht doch schon gut aus. Das sieht doch gut aus. Fahren wir einfach mal durch. Also hier ist auch schon ein Badesee entstanden. Also es ist wirklich Weltuntergang, Leute. Wir können ja mal ein paar Wheelies probieren, wie wär's? Ob wir das mit den Regenreifen hinbekommen? Oh, gar kein Problem. Krank. Nicht mal durchgedreht, zwar sogar nicht mal ein hoher Gang. Ach du Scheiße, ne. Ach du Scheiße. Boah, dass das hier schon anfängt, das hätte ich nicht gedacht. Okay, heilige Scheiße. Wir fahren jetzt einfach mal durch. Junge, was ist das denn? Ich hoffe wirklich, ihr seht was, also. Oh je. Yeah. Oh. Krank! Einfach nur krank, ohne Spaß. Und da hinten ist die Unterführung, also das Wasser muss da wirklich so hoch stehen. Ihr seht da, wie das Wasser hier einfach nur reinläuft. Das Ganze runterläuft. Und das ist, also, ja gut, meine Schuhe sind nicht perfekt wasserdicht, es sind Silis. Heilige Scheiße. Also, ihr seht selber. Ich glaube, der ganze Schlamm läuft da runter. Und ihr seht ja, wie hoch der Zaun da schon im Wasser steht. Aber wir werden jetzt einfach da durchfahren. Wir werden das jetzt einfach machen. Und entweder wir gehen unter oder
GoPro läuft noch oder wir gehen nicht unter. Also, nochmal zum 10. Mal hier sauber machen. Ach du Scheiße, also noch geht's. Luftfilter darf halt nicht. Oh ne, 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 das machen wir nicht. Das machen wir nicht. So, meine Füße sind auch komplett nass. Aber jetzt ist es mir egal. Jetzt ist es mir wirklich egal. Heilige Scheiße! Da wird jetzt erstmal eine Story gepusht. Muss. Okay, gucken wir mal kurz, ob die Bilder was geworden sind. Ne, Bilder sind gar nichts geworden. Schlau, schlau, schlau. Müssen wir nochmal machen. Weitwinkel. Mein Handschuh! Mein Handschuh! So, Handy mache ich erstmal wieder hier rein. Ich habe hier so eine Plastiktüte, dass hier nicht alles nass wird. Ja. Gut, GoPro läuft noch. Ich hoffe, man sieht was. Wir drehen jetzt erstmal um. Ich hoffe, das Moped geht noch an, aber Luftfilter ist ja noch trocken, von daher sollte das gar kein Problem sein. Gucken wir mal, ne? Und das Verschieben ist ja auch kein Problem. Boah! Ja, eine KTM, die ist dafür gemacht, Leute. Ah, je. Yeah. Burnout? Oh, ne, nachher läuft es mit den Luftfilterkasten voll, aber... Na, ne, komm doch. Ah, meine Schuhe sind 10 Kilo schwerer. Warte mal, um euch das einfach mal zu demonstrieren, was hier abgeht, baue ich jetzt mal kurz die Big Cam auf. So, sie filmt. Jetzt gucke ich mal, was ich da drüber legen kann. Ja, irgendwie nichts. Aber wir müssen jetzt nochmal durch. Ich sehe nichts. Scheiße. Also ich hoffe, man konnte sehen, wie tief das Wasser steht. Da sind Leute, ach du Scheiße. So, ich verpiss mich mal, bevor die zu mir kommen. Für uns geht's weiter und ich würde sagen, wir probieren jetzt mal... Ah ne, die gehen. Okay, alles gut. Ich guck mal, was der andere Spot macht, ob man ein bisschen springen kann. Okay, vielleicht legen wir uns ja auch noch auf die Fresse, wäre auch mal was. Jungs, ich begebe mich auf die Heimfahrt. Dieser Rucksack ist nicht wasserdicht. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da, würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.